Hallo zusammen. In der nächsten Videoreihe geht es um die Eigenschaften von den Stoffen. Die Eigenschaften sind extrem wichtig, denn über die Eigenschaften können wir bestimmen, welchen Stoff wir vor uns haben. Und je nachdem, was für Eigenschaften ein Stoff hat, können wir ihn auch verschieden einsetzen. Ich werde euch ganz verschiedene Eigenschaften zeigen. Die sind alle wichtig, mal etwas stärker, mal etwas weniger, meistens physikalische Eigenschaften, mal chemische Eigenschaften. Ihr seht, da geht ganz viel. Ein paar haben wir jetzt schon kennengelernt. Nummer eins, was ihr schon kennen solltet, ist der Aggregatzustand. Der Aggregatzustand wird immer bei Raumtemperatur bei ungefähr 20 Grad sich angeschaut und dort können wir schon unterscheiden, ob ein Stoff flüssig, fest oder gasförmig ist. Das ist schon mal Nummer eins, was wir uns anschauen können, was eine erste Eigenschaft ist. Die zweite und die dritte Eigenschaft haben wir uns auch schon angeschaut. Da geht es darum, wo ist der Siedepunkt und wo ist der Schmelzpunkt. Die Videos dazu habe ich euch jetzt hier auch direkt nochmal kurz verlinkt. Im Folgenden habe ich jetzt für euch verschiedene Videos mit verschiedenen Eigenschaften. Schaut sie euch in Ruhe an und merkt sie euch gut, denn das ist wirklich wichtig, auch bei uns in der Chemie, wie die verschiedenen Eigenschaften sind. Ich wünsche euch viel Spaß bei den Videos. Macht's gut. Tschüss.